Für Blumen gibt es verschiedene Anlässe und genauso viele Variationen. Die Floristikabteilung im Lagerhaus am Stetten liefert die handwerkliche und künstlerische Gestaltung von Schnittblumen und Pflanzenschmuck. Hallo, ich bin die Kochberger Silvia. Ich bin da in Amstetten im Bau- und Gartenmarkt. Ich bin Meisterfloristin hier ungefähr seit 6 Jahren. Und ich möchte euch jetzt unser Team ein wenig vorstellen. Unser Team besteht aus 3 Floristinnen. Und unser Aufgabenbereich umfasst hier unsere Topfpflanzen, die was man im Hintergrund sieht, die was immer saisonell von uns einkauft werden. Natürlich auch im Außenbereich, im Frühling natürlich die ganzen Stauden, Bäume. Dann kommen die Balkonblumen oder auch die Gemüsepflanzen. Der Dünger, der was natürlich überall dazugehört, der wird von uns betreut. Oder auch die richtige Erde oder natürlich auch die Gartenpflegensachen alle, was mit Rasen zu tun hat. Das wird alles von uns betreut. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich bei uns auf die Schnittblumen. Da können wir unsere Kreativität ausüben. Und wir sind immer froh, wenn wir verschiedene Werkstücke anfertigen können. Und da schauen wir halt immer, dass wir immer neu im Trend sind, dass es frisch und natürlich auch sauber ist. Ein kleiner Strauß als Dank, ein Blumenbouquet bei der Hochzeit oder ein Sträußchen, um jemanden Freude zu bereiten. Jedem Anlass kann man seine florale Note verleihen. Ich bin Dana Heiden und ich arbeite das 4. Jahr im Bau- und Gartenmarkt in Amstetten. Ich möchte euch heute den Tätigkeitsbereich ein bisschen näher bringen. Wir begleiten den Kunden ein ganzes Jahr durch verschiedene Anlässe. Von der Geburt bis zum Todesfall, sei es ein Taufgesteck, ein Erstkommunionskränzchen, bis zur Hochzeit bzw. der Grabschmuck zu Allerheiligen, ein Trauerkranz oder ein Urnengesteck. Nicht nur Kundenwünsche liegen uns am Herzen, sondern bei uns gibt es auch jederzeit fertige Sträuße oder je nach Jahreszeit abgestimmte Blumenarrangements. Sei es zum Valentinstag der Rosen- oder Frühlingsstrauß, zum Muttertag die bepflanzte Schale oder ein schöner Blumenstock. Wir freuen uns immer, wenn wir uns kreativ mit Blumen entfalten können. Um nicht beim Blumenschenken ins Fettnäpfchen zu treten, gibt das Team der grünen Abteilung im Lagerhaus natürlich auch die besten Tipps rund um den Blumenknigge, also welche Blumen man zu welchem Anlass schenkt. Ich bin die Sabrina Brandstetter, bin seit 6 Jahren im Lagerhaus am Stetten im Bau- und Gartenmarkt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einmal besuchen könnt. Stets frische Blumen, eine üppig kreative Auswahl und das Händchen für das Besondere. Das ist es, was die Arbeit der Floristinnen des Lagerhaus am Stetten ausmacht.